Liebe Leute, von da geht das nochmal die Dynamik, also die Geschwindigkeit. Viele Leute haben gefragt, warum ist das so anders als bei einer so eine ganz normale Grippe? Und das liegt daran, wie so eine Grippe, da haben wir ja 15%, die sind all immun. Die haben das all hat oder die sind impft und so weiter. So, und das gibt das bei diesem Virus nicht. Unser Immunsystem kennt das Virus gar nicht. Und dazu kommt noch, wenn das Virus bei so einer Grippe ist, dann warst du gar nicht krank, dann liegst du Hus im Bette und dann ist eins erstmal so, dass du nicht so viele Leute anstecken kannst. So, bei diesem Virus ist das aber so, da geht die so in den Hals achterin und dort achtern ist dann ein Glickstorbi und vermehrt sich. Und in die Zeit, wenn du noch gar keine Symptome oder blauten Betten was hast, dann bist du all an Husten und Anstecken. Und das führt dazu, dass wie so schätzt, dass ein Mensch, der diese Infektion hat, 2 bis 3 andere Menschen anstecken darf. Nun sagt die Leute, na ja, das ist ja nicht so viel. Aber das ist gar nicht viel. Und da habe ich nochmal diese olle Geschichte mit diesem Schachbrett und der Rieskörner-Rutbruch. Wisst ihr noch? Hier, kick mal. Da würde diese ganz schlaue Kehl, die hätte dieses Schachbrett hätte erfunden. Und da hätte der König gesagt, was wirst du dafür haben? Ist mir schittigol. Und hätte gesagt, naja, ich nehme das so. Ich nehme, ob das erste Feld 1 Rieskorn, ob das zweite 2, ob das dritte 4, 8 Söstern und so weiter. Da hätte der König gesagt, das ist doch gar nix. Hat er noch Hus hingejaucht und hat gesagt, Mensch, das mag ich doch sofort. Und nun nochmal, wenn du das bis zu Ende mögen darfst, was sagt sie, wo viele Rieskörner brauchst du? Da kannst du unser ganzes Land 1 Meter hoch mit Ries bedecken. Und dort gibt es so eine Idee, warum das sich so flink von ein Ton anderen vermehren darf. Und nochmal ganz zu Ernst hier, diesen Ries, ne, den gucke ich liegst, das ist keine Hamsterei. Hold you, Steve!